und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS15 Multiplayer auf unserer Map Ackendorf mit mir und unserem Schwarmbury. Hallo Schwarmbury. Ja, hallo, wir sind ein. Genau. So. Ja, letztes Mal haben wir noch ein bisschen die Map erkundet noch. Genau. Und jetzt geht es mal ein bisschen in Feldarbeit. Ich bin gerade schon am Anseher. Und wer sich jetzt wundert, ich bin jetzt hier unten ganz bei ihm in Richtung Kuhstall. Auf Feld 36, da ist eigentlich Raps dran. Aber den sehe ich jetzt gerade unter und sehe Luzerne. Und das hat folgenden Grund. Wir brauchen ja Mist, wir brauchen Gülle vor allem. Das heißt, wir brauchen Tiere. Und wenn wir Gras mähen, dann mähen wir uns doof, weil der Grasertrag so runtergeschraubt ist auf der Map. Deswegen Luzerne oder Klee. Ist der Ertrag wesentlich höher beim Mäher als beim üblichen Gras. Und da das Feld der 36, 37 direkt bei der Kuhweide sind oder in der Nähe davon, bietet es sich eigentlich an, da das Grünzeugs anzusehen. Und deswegen mache ich das jetzt gerade. Okay. Und es ist auch eine Frucht, die wächst wieder nach, das heißt, die muss man auch nicht mehr ansehen. Quasi ähnlich wie Gras. Und wie heißt das? Luzerne. Das wächst automatisch wieder nach. Ja. Das ist normalerweise so eine Gründüngerpflanze. Aber da der Mod drauf ist, kann man das auch anders. So zum als Gras. Okay. Und muss man das düngen? Ja. Also komme ich da mit dem Dünger runter. Aber das Feld ist schon. Feld 37 müssen wir noch düngen. Feld 36 ist gedüngt. Das gleich neben zu, aber. Aha. Das ist gleich nebenan. Ja. Oh, warte mal, ich müsste jetzt erst füllen, sehe ich gerade. Und dann müssen wir vielleicht immer, ich weiß jetzt gar nicht genau, wenn du auf dem Weg bist, könntest du bei Feld 24, da stehst du ja gerade. Ja. Ob man das nicht eventuell auch noch düngen muss, das weiß ich jetzt nicht genau. Hast du was angesät? Gut, warte mal, ich kann ja mal düngen. Ich in der letzten Folge noch. Ach so, okay. Das hat so eine Kreuz- und Querspuren, da bin ich auch nicht so sicher. Ja, ich hab's ja nicht, da hab ich's ja mal versucht mit dem Helfer, dann ging's ja dann nicht. Ach so, das war das Ding. Genau. Gerät wechseln. Düngersteuer senken, weil, nee, müssen wir nicht. B. Das sehe ich ja gleich, ob's noch, ob's gedüngt ist oder nicht. Okay, ich sehe keinen Unterschied, ist wohl schon. Dann ist gedüngt. Ja. Wie gesagt, bei 37 müssen wir noch düngen und gegebenenfalls 21, 11 und 10. 21, 11 und 10. 21? Wo ist denn das wo? Ach, da. Das ist der Straße entlang runter und wir reißen beim Depot. Ich frage mich nur gerade, wo ich meinen Dünger auffülle. Nur bei uns im Hof. Ich habe sonst schon nirgends irgendwas gesehen gehabt. Okay, ich fahre mal kurz zu, weil ich habe nur noch 30%. Wie? Es kann eventuell sein, dass man Feld 1 und 2 auch noch düngen muss, aber ich glaube, die habe ich schon, ich weiß es aber nicht genau. Ist schon ein bisschen her. Ja, dann schaue ich, wenn ich hier da oben bin, kurz. Ja, aber deswegen sage ich es gerade. Und ich sehe jetzt nochmal ganz kurz Feld 11 noch an. Okay. Wo ist das? Ja. Ich wollte gerade sagen, hat das hier, wie heißt's? Moment kurz. Also, bitte? Eins sieht nach gedüngt aus. Okay. Ja, wenn eins gedüngt ist, ist zwei auch gedüngt. Okay, jetzt sind wir was wundern, ob das. Nee, ich wollte das testen. Da ist so blöd hängen. Levels. Nee, geht nicht. Ich habe überlegt, ob ich über den Baustellen Sandhügel hinweg drüber hinausfahren kann und so auf unser Gelände komme. Du weißt, dass wir hier nicht keine Maschinen zurücksetzen können. Also fahr bitte auf der Straße. Das war ja die Straße. Kann ich nicht dafür, wenn die Baustelle auf der Straße ist. Machst du das denn echt auch so? Ja, klar. Ich höre nichts dafür. Meine Versicherung, die Ernährversicherung muss zahlen, wenn die da so blöde Baustelle machen, gell? Ja, ist so. Das glaube ich gleich.
Was fällt Ihnen ein, auf einer Baustelle mir mit dem Weg zu stellen, bitte? Bitte schön. Eine Frechheit. Wenn das jeder machen würde. Eben. Unglaublich. Aber echt. Oh Mann. So, und das nächste, was wir dann brauchen, sind einfach nochmal 50.000, 60.000 Euro. Um dann unser Sägewerk zu holen, dass wir langsam ein bisschen in Produktion einsteigen können. Genau. So, da wird es wieder ziemlich zeitnah ja heute aufnehmen, die Folge. Ja, die kommt am Samstag. Genau. Dann können wir ja schon mal ein bisschen Themen anschneiden, die ja gerade so aktuell sind. Zum Beispiel wie... Steam-Account gehackt. Ja, genau, das war so ein Ding. Das wäre genau ein Thema anzuschneiden. Dir ist ja was weniger Erfreuliches passiert, die Woche hier. Ja. Und zwar Russland ist einmarschiert. Ja, und zwar war es echt lustig. Ich habe mich gewundert, dass mich plötzlich wieder. Nicht so wirklich klappt. Ja, nee, aber es war halt wirklich. Ganz kurz, weißt du gerade, wo hier der Düngeauffüllstation ist? Ja, nee, aber das hat gute Auffüllung. irgendwo vorne. Gut. Da, wo der Unterstand ist, wo der Meter schon steht. Ah, okay, ja, okay. Und da oh, scheiße, in der Sackgasse. In den Gewehrscheune. Okay, ja, schau ich mir. Nee, das war ja lustig, du hast mich ja via YouTube angeschrieben. Und das machst du ja eigentlich normalerweise nicht. Eben, normal kommunizieren wir über Steam. Steam oder Battle.net, meistens über Steam. Und da habe ich mich schon gewundert, wieso du mir jetzt Informationen via YouTube schreibst. Und da hast du mir sagen dürfen, dass dein Steam-Account gehackt wurde. Ja. Und ich finde das immer witzig, dass dann Leute einen Account klauen oder übernehmen, wie auch immer, dann den Namen abändern, aber dann im Endeffekt nichts damit machen. Ja, das war wirklich ein Hackmeck. Ich habe fast eine Woche gebraucht. Gut, ich habe es aber selber verschuldet, weil ich nicht sofort alle Daten an Steam geschickt habe, die sie gebraucht haben. Aber die wollten noch mehr Daten, oder wie? Naja, die wollten den Kaufnachweis von den letzten Produkten und... natürlich, dass ich muss mir natürlich verifizieren, dass es auch wirklich mein Account ist ja klar. Ja. Und dann habe ich erst das, na, war das Wochenende dazwischen, das ging ja schon los am letzte Woche Donnerstag. Genau, okay. Und dann habe ich Freitag war es tatsächlich im Engel, habe am Samstag reagiert, habe an Steam geschrieben. Kam dann eine automatische Rückantwort, dass ich quasi, was ich alles brauche. Okay. Dann habe ich versucht, das über meine, wie ich es gekauft habe, eine Rechnung einzuschicken, aber es ging dann nicht, weil ich das Format nicht hinbracht habe. Bist du mir dann gesagt, dass ich sollte einfach. Genau, sie wollten ein JPEG oder PNG ja. Und du. Die hast du aber nicht genau gewusst, was damit gemeint war. Ja, auf die Idee kam ich gar nicht. Das Neidigen ist eigentlich. Und genau. Ist ja oftmals, ist es ja dann so. Hast du denn zeitnah gemerkt, dass dein Account geklaut wurde? Oder erst eigentlich... Naja, ich war am Mittwoch. Am Mittwoch war ja noch drin, am Donnerstag war er weg. Also er konnte sich nicht mehr einloggen, oder wie? Ja. Passwort oder Username falsch. Okay, ja. Und... Genau, ich konnte da nichts machen, weil zirklich mein E-Mail-Konto war auch betroffen. Ja, das habe ich habe es vermutet, weil die normalerweise, wenn du bei Steam eine E-Mail-Adresse änderst, musst du ja die irgendwie bestätigen, die Änderung. Und das passiert normalerweise über dein E-Mail. Ja, meine E-Mail-Adresse war noch immer der gleiche hinterlegt. Ach so. Aber auf mein E-Mail-Konto bei die Online-Konto nicht mehr zugreifen, weil da. Das Passwort auch falsch war. Okay. Also, wurde es auch geklaut. Ich habe dann am Freitag reagiert dann. Hab mit denen telefoniert. Das ging dann zum Glück recht fix, das zu ändern wieder. Mhm. Und ich hatte dann Steam geschrieben, dann kam das Wochenende, dann das Zeug geschickt, dann habe ich noch vergessen, meine aktuelle E-Mail, oder meine E-Mail-Adresse zu schicken, mit der ich auf Steam angemeldet war. Und als ich den hatte, war es innerhalb von. Ja, von ein, zwei Stunden war es wieder freigeschaltet. Kamen dann 5-6 E-Mails von verschiedenen Codes und Passwörter und Zeugs, wo man eingeben musste. Mhm, okay. Aus Sicherheit, wenn ich auf verschiedene E-Mails verteilt, ist klar. Und als ich mich dann eingeloggt habe, sah ich dann, kam dann ein Bericht mit verschiedenen Einlog-Versuche, alle aus Russland. Ja, ich weiß, bei mir wurde ja mal versucht, meinen Battle.net-Account zu hacken.
Aber ich habe zum Glück die Sicherheitssoftware von Blizzard drauf. Da sind sie da hängen geblieben und da war der Einlog-Versuch auch irgendwo in, ich glaube in Schweden oder so, im Norden irgendwo. Da habe ich gedacht, ja super. Das war, ganz kurz, 10 und 11 muss man auch noch düngen, die sind noch nicht gedüngt. Ja, okay. Wir sind gerade bei 1 und 2 und schauen gerade, ob es hier wirklich so gedüngt ist. Ich meine ja. Ja, die sind gut. 10 und 9, also kurz auf die Karte schauen. 3 und 4, was denkst du, sind die schon? Ja. Also jetzt gehe ich mal auf 10 jetzt, was 9? Ich muss einfach vorne zum, da wo ich reinfahre, zum Hof vorne rausfahren, dann geradeaus rüber. Hast du 10 und 9? Ah, 10 und 11 hast du gemeint, ne? 10 und 11, ja. Okay. Ja, irgendwo da haben sie einmal versucht, den zu hacken. Sind aber wirklich gesagt, dann. So! So, jetzt sind wir wieder zurück. Genau, nach einem kurzen Cut. Wir hatten unerwarteten Besuch im TS und ich habe dann ganz vergessen, dass ich nicht einfach so rausswitchen darf aus dem Spiel, weil sonst immer Fraps das Gefühl hat, ich höre jetzt auf. So, ich war in der Zeit beim Händler und habe einen Frontlader gekauft. Genau, du hast auch gesagt, dass 3 und 4 doch schon gedüngt seien. Ne, 10 und 11. Ne, ich habe gesagt, 1 und 2 ist gedüngt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, okay. Na, du hast gesagt, du guckst nochmal. Ja, da war ich schon auf dem Feld. Jetzt fährst du einfach vorne beim Hof raus, dann geradeaus über die Straße und dann kommst du automatisch zu 10 und 11. Okay. Weil unser Maismehl ist mittlerweile fertig und dann können wir das, kann ich das mal kurz verladen. Aber ich finde die Hofausfahrt hier so klein und so eng. Nein, das ist ja auch ein kleiner, enger Hof. Ja, super. Aber das macht sie ja auch aus. Genau. Ja. Ups. Ja gut, wie gesagt, nochmal zum Hacking-Thema da. Mir wurde ja damals der Minecraft-Account gehackt und das war da auch so ein Ding. Aber ich habe noch was anderes überlegt. Mein Minecraft-Account, der kann natürlich auch wieder mit einer Verbindung zusammen gewesen sein. Dass da letztens ja wurde ja bei Microsoft welche Passwörter und Logins geklaut und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon damit was zu tun hat. Klar ist es zwar, wie heißt die Firma von Mayong, aber keine Ahnung, wo die Sachen überhaupt speichern, die Daten. Nicht Mayong, Mojang. Ja, Mojang, genau. Das andere ist ein Spiel, ja. ja, super. 10 wird schwierig zu sehen, weil ja, das ist alles schon voll. Wie mache ich das am besten? Ah, warte hier. Nein. An der Seite. Das sollst du ja nicht sehen, das sollst du ja, wenn ich es sehe, oder? Jede Seite sehe ich es vielleicht mit B. Ja, du musst noch dünn als recht. Okay. Und ich habe da überlegt, wieso man zum Beispiel bei diesem Steam-Account klauen würde und nicht spielt. Da sind wir ja drauf gekommen, dass der vielleicht auch auf das Guthaben vom Account vielleicht könnte abgehen. Weil man kann ja auch ein Guthaben auf einen Steam-Account laden. Und dieses Guthaben kann man ja auch jederzeit verschenken, jemand zusenden. Und das hätte rein theoretisch auch ein Ziel sein können. Aber das war bei dir nicht der Fall, da eh nichts drauf hat, hast du gesagt. Genau, da ging es mir wie ein guter Freund von mir. Inwiefern? Der hat auch geheiratet, ne? Da seine Frau zu ihm auch gesagt: Heirate mich, du wirst es bei mir Guthaben. Jetzt sind sie verheiratet, Guthaber, aber bis heute noch eins. Ah, okay. Also auch leere Versprechung in dem Falle. Ja, gut. So in dem Fall, ja. Tja, ja. Mir ist gerade so eingefallen. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? So, ich schaue gerade unser Maismehl noch aus. Oh, ich könnte gerade mal kurz eine kleine Werbung machen für uns beiden Kanälen, und zwar da wir jetzt Samstag haben, jetzt noch, und die nächste Folge erst dann wieder montags kommt, werden bis dahin schon einige Hearthstone Abenteuer Folgen von beiden Kanälen laufen, die aktuellen. Schaut auch da mal rein, ist sicher auch wieder spannend. Ob es wieder Fails gibt, das sehen wir dann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Folgen kommen jetzt morgen, also das neue Viertel, sage ich jetzt mal. Genau. Es gab schon vier, gell? Ja. Hast du schon mal die letzte Karte angesehen, was es da gibt? Nein, ich will das gar nicht vorher wissen. Ich frage mich, was das für eine Fähigkeit ist. Ich will nicht wissen, was der macht. Es ist mir egal, ich will es nicht spoilern. Weil ich gucke auch nicht vorher, was ich an Karte kriege, wenn ich ein Viertel spiele.
Und ich lasse mich da wirklich voll überraschen. Das war aber schon irgendwo anders. Irgendwo hast du schon von der Karte geredet, bevor du es gesehen hast. Bei deinem Video. Ich weiß nicht, wo das war. Naja, du hattest ja wirklich auch ziemlich Glück da, was deinen Flug aus dem Tempel anbelangt, mit deiner Klasse gewählt hast. Magie ist halt schon über. Ja, aber im heroischen Modus auch nicht. Ja gut, das kann ich vorstellen. So, also 10 und Alice sind gedüngt. Okay. Und ich glaube mit diesen... Dann wie gesagt noch... muss man 21 googeln. Das heißt, du fährst raus auf die Straße, einfach den Berg hoch und wieder runter. Dann kommt rechts dran die 21 und dann... die 37 muss man auch noch. Alles klar. Gut, und ich denke, das ist dann wieder eine Aufgabe für nächsten Montag. Ja, aber Kleinigkeit noch. Ich weiß jetzt noch nicht genau, aber es könnte durchaus sein, achten wir auf ein kleines Hinweisvideo, dass heute Abend noch ein Livestream kommt von mir. Aha. Was gespielt wird, muss ich mal gucken, wie gesagt, achtet auf den Hinweis, der noch kommen wird. Da ist ein Schwarm bei, wohlverstanden. Ja, entweder spiele ich LS oder Hearts, entweder vielleicht auch ein bisschen Hearthstone. Kannst du heroisch machen, Livestream. Vielleicht auch ein bisschen LS. Ah, das hat er jetzt überhört, hat ich mitgekriegt, Leute. Nein, das kannst du auch noch heroisch machen, hast du gesagt. Ja, ja. Na, es bietet sich vielleicht dann ein zweiter Flügel vielleicht heroisch mal ein bisschen zu spielen. Ja, durchaus eine Option. Aber wie gesagt, ich weiß ja noch nicht genau, kommt drauf an, wie es zeitlich reinpasst. Achtet mal auf ein Video, wäre schön, wenn man da vielleicht mal reinschaut. Oder wie gesagt, was gespielt wird, erfahrt im Video drin dann. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weitergeht hier auf unserer Ackendorf-Map. Und wir haben jetzt mittlerweile auch gar nicht erwähnt, die finale Version drauf, die V1.2. Genau. Da sind noch ein paar Fixes mit drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schaut auf meinem Virus auf dem Kanal vorbei, Link in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, sollte es einen Livestream geben, würde ich mich echt freuen, euch begrüßen zu können. Ich sage entweder ein bisschen Minecraft Mad Pack 3 oder vielleicht ein bisschen auf der holsteinischen Schweiz, vielleicht auch ein bisschen hier. Muss ich aber mit dem Virus noch abklären, ob der was dagegen hat. Und wie gesagt, Hearthstone, heroischer Modus im Adventure Modus wäre auch noch eine Option. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall Freitag, Samstag oder Sonntag, also heute oder morgen einer kommen. Denke ich mal, wenn sich es irgendwie einrichten lässt. Das habe ich aber nur gesagt, ja. Ich bedanke mich jetzt bei euch und dann sehen wir uns am Montag mit der nächsten Folge. Ja, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Genau. Tschüss. Bis dann, tschüss.